Hallo, Wladimir. Hallo, Olga. Es freut mich, dich kennenzulernen. Und mich erst. Bist du aus Russland? Ja, aus Moskau. Ich bin von der Insel Sachalin. Und wo ist die? Die ist ziemlich weit im Osten. Und wie ist es da so auf der Insel Sachalin? Naja, eigentlich gab es dort immer nur Schneestürme. Danach Frost und dann wieder Schneestürme. Wir hatten damals 3 Grundschulen mit den Nummern 2, 4 und 5. Was ist mit Nummer 3? Grundschule Nummer 3 war eine Fehlkonstruktion. Sie hatte ein Stockwerk zu viel und wurde von einem Schneesturm ins Meer gefegt. Neben Schule 5 stand das Gericht, neben Schule 4 die Irrenanstalt und neben Schule 2 das Gefängnis. Olga, naja, und eine Handbewegung von Frau Schirkow und wir wussten, was uns blühte, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht hatten. Auf dem Heimweg wurden wir immer von Bären und anderen wilden Tieren verfolgt. Und manchmal brach der Vulkan Iturup aus und dann rannten wir alle schreiend mit den Fischern um die Insel. Hallo, Olga. Hi. Warum haben Sie das mit euch gemacht? Keine Ahnung. Die wollten ihre Zigaretten. Du hast ihnen mit einem Wiesn die Zigaretten geklaut? Die Russendisco ist für die Berliner Russen und alle anderen Heimatlosen ein Stück Heimatersatz geworden. Beim Tanz in den Mai ohne Polizei sangen 2 japanische Gäste muss sie denn zum Städterlech hinaus. Eine Reisegruppe aus Spanien führte uns in ihre Rituale ein. Und der ehemalige Flieger bei der sowjetischen Armee Ivanov scheiterte bei seinem Versuch, seine Flüge von damals fortzuführen. Super, super, super gut. Ja, dann war es super gut. Super, super, super gut. Ja, dann war es super gut. Super, super, super gut. Ja, dann war es super gut. Super, super, super gut. Ja, dann war es super gut. Mit wem spreche ich? Ja, mein Name ist Wladimir Kamina. Was ist der Problem, Wladimir? Also ich bin in eine Frau verliebt und diese Frau, die will zurück nach Russland und ich weiß nicht, was ich machen soll. Mit dem Liebeskummer hilft Wodka mit Honig und Pfeffer. Misha, André und ich kamen im Sommer 1990 in Ostberlin an. Alle waren so glücklich und noch 6 Monate nach der Wiener Vereinigung am Feiern. Denn in Wirklichkeit war nur Fußball-Weltmeisterschaft. Aus Paris! Wir waren jung und hatten nichts. Für uns war Deutschland genau das Richtige. Wir verkaufen Dosenbier. Was machen wir? Wir verkaufen Dosenbier und werden richtig reich. Mit der Kraft nach Dosenbier. Seid ihr Russen? Ja. Russischer Heizabschneider! Ich muss Sie darauf hinweisen, dass für nicht-jüdische Sowjetbürger die Aufenthaltsgenehmigung nur 3 Monate gilt. Ich darf Sie bitten, mit uns zu kommen. Und jetzt? Früher wollten alle Juden einfach nur Russen sein. Und heute will plötzlich jeder Russe jüdisch werden. Also Sie haben sich hierfür nicht extra beschneiden lassen, oder? Ja, ist glatt wie eine Wurst. Und da lege ich alle meine alten Platten auf. Ja, super gut. Ja, auf Licht noch super gut. Schlaft schön.